Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Venetica. Ja, wir befinden uns in der Südbucht, aber wir gehen nochmal zurück, wenn das geht, weil ich habe, während ich die Aufnahme geschnitten habe, noch was entdeckt, was ich noch vorher kurz ausprobieren möchte. Und zwar ein Saint Pascal war beim Schmied. Ne, da nicht lang, da lang. War beim Schmied ein Gang, den ich hier noch nicht ausprobiert habe. So, ich habe auch ein bisschen mit den Lautstärken rumgespielt. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen besser ist. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist zu laut. Vorher war das Problem, dass man die Geräusche nicht von der Sprache kaum unterscheiden konnte, obwohl ich Musik und Nebengeräusche runtergedreht hatte, war das trotzdem nicht akzeptabel, die Einstellung. Ich habe noch einiges weiter runtergestellt. Mal schauen, wie das denn so rüberkommt. So. Jetzt laufen wir erstmal mit der schönen Scarlett in ihren Top-Lederklamotten. In, wie heißt der Ort? Saint Pascal. Zum Schmied Matteo. Weil da war ein Weg in die Kupfermine, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich zeig's noch mal kurz. Wir finden uns hier. Da ist der Eintritt in die Kupfermine. Hier oben aber auch. Und ich habe beim letzten Mal nicht feststellen können, wie man da hinkommt. Den Weg dann habe ich gefunden, als ich... Mann, ist hier nur laut. Als ich die Videoaufnahme geschnitten habe. Zwar läuft man hier hoch. Hier raus. Und hier ist ein Übergang. Der aufgegebene Eingang. Kann man dem was abfordern? Nein, ist nichts. So, Tür kann man öffnen. Auch wenn es nicht angezeigt wurde. Die Kupfermine. So. Hier befinden uns wieder in irgendeinem Durchgang. Da läuft doch was rum. Keine Ahnung, wie wir da durchkommen. Ich weiß nur, dass hier ein Eingang ist und dahinter ist ein Monster. Nur fragt mich nicht, wie ich da durchkomme. Na gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, Steuerung drücken. Eigenartigerweise zeigt er uns das nicht an. Ich bin aber nicht der Meinung, dass ich Tooltips geändert habe. Dass er uns anzeigen sollte. Nein. Kupfererz erhalten. Ich muss mal kurz in die Einstellung gehen. Mal schauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Einstellungen. Anzeige. Zurück. Eingabe. Das ist in Ordnung. Zurück. Und Audio. Gut, Geräusche nehme ich nochmal 10% zurück. Weiterspielen. So. Gut, da muss es auch irgendwie einen anderen Weg reingehen, aber er wird mir leider nicht angezeigt. Gut. Machen wir weiter mit unserer Reise. Es sei denn, einer von euch weiß, wie man da reinkommt. Dann sollt ihr es mir doch bitte in den Kommentaren schreiben. So, jetzt aber nichts wie auf nach Saint-Pascal, nach Venedig. So. Wir müssen zum Ausgang, das heißt, nächste Straße links. Was mir auch gerade ein bisschen fehlt, Lebensenergie und so weiter fehlt. Einstellungen. Ich habe keine Lebensenergie, kein gar nichts. Überhaupt kein Hat. Sehe ich gerade. Allgemeines. Gut.
Keine Ahnung, wieso er das abgeschaltet hat. Zeigt mir trotzdem nicht an. Ich wollte gerade eine Kupfermine. Er zeigt mir trotzdem den Kram nicht an. Wieso macht er das denn? Habe ich jetzt falsch eingestellt? Moment mal, Einstellung. Allgemeines. So. Ist wohl ein klein wenig verbuggt. Ich hoffe, wenn wir gleich die Karte neu laden, dass er das dann einschaltet. Beziehungsweise, wenn wir hier gleich ab nach Venedig gehen. Ihn ansprechen brauchen wir nicht mehr. Da hatten wir schon alles erledigt. So. Nein. Er kann die Waffe verziehen, aber ich sehe... Oh, mit Q kann man die Waffe wechseln. Auch schön. Wusste ich gar nicht. Ist zwar schön, im Vollbild zu spielen, aber ohne... Anzeige. Okay, Einstellung. Tut mir leid, dass ich hier gerade reingehen muss. Aber vielleicht... Ach, da kann man nächste Wasser mit einer Weltkarte öffnen, Laterne benutzen. Nein, man kann, ich sehe hier nicht, dass man das irgendwie umschalten kann oder ausschalten kann. Keine Ahnung, wieso das hat nicht da ist. Wir versuchen es mal so. Oh, da legt er sich gerade schon was an. Großartig, du hast ihn. Nun macht sich unsere Ausbildung bezahlt. Nicht stehen bleiben. So, und den haben wir erledigt. Schön, dass die Leiste da ist, wenn wir I drücken. Aber ich hätte gerne mein komplettes Herz zur Verfügung. Das sieht nach einem Fall für dich aus, lieber Cousin. Für mich? Komm schon. Jeder weiß, dass du damals Hofarbeit angenommen und dir die Hände schmutzig gemacht hast. Sogar Tante Amalia. Ein offenes Geheimnis in der Familie. Also kannst du sicher mit deinen Freunden hier reden und uns den Weg freimachen. Schon gut, schon gut. Zumindest haben die Viecher mehr in der Birne als du. Wir haben also Hoffnung, dass sie Spuren werden. Und jetzt los, es wimmelt hier nur so von Assassinen. Naja, nett. So, ich habe mal kurz gespeichert. Was haben wir denn so bei uns? Moment mal. Wir haben... Schaden 18 gegenüber Schaden 16. Gut, wir könnten aufsteigen.
Aber gucken wir uns erstmal weiter an. Ist jetzt ein bisschen doof, aber wir kommen damit schon irgendwie zurecht. Das scheint wohl Venedig zu sein da vor uns. Was ist denn hier los? Die Bahn schon wieder in Gefahr? Ich glaube, wir beide müssen da gleich mal nachhelfen. Ach, wir sind auch dabei. Ups. Ich glaube, da hat uns gerade jemand das Leben gerettet. Ich habe das Gefühl, wir müssen da mal hoch. Welche Klinge haben wir? Schattenklinge. Blöd, dass ich jetzt immer ins Inventar wechseln muss, um die Gesundheit zu überprüfen. Gut, ich unterbreche mal kurz hier jetzt die Aufnahme. Wird eine kurze Folge sein jetzt gerade, aber ich muss erstmal gucken, wieso das Hut nicht da ist. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir wieder da. Und auch mit dem aktivierten Hub. Ich habe rausgefunden, wie man es ein- und ausschaltet. Ich muss dazu ein bisschen in den Kontext nachgucken. Aber jetzt habe ich ein Hub. Gut, bevor wir uns jetzt den Assassino niedermachen, kümmern wir uns erst einmal. Ich weiß nicht mal, wie wir da hochkommen sollen. Mühle. Finden wir hier irgendwas? Nein. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, der hat die Einstellung geändert. Ein bisschen laut hier drin. Ah, die ist schon wieder. Da ist sie. Schnappt sie euch! Ich bin mal kurz rausgegangen, weil, habt ihr mein Leben gesehen, ist nicht gut. Haben wir was dabei, was wir uns für unser Leben auffüllen können? Ja, haben wir. So, Kupfererz, Fleisch, das ist gut. Jetzt kann man kämpfen. Der macht mehr Schaden, also nehmen wir den. Achso. Steuerung gedrückt halten, um reinzukommen. Obwohl, wir bräuchten eigentlich unsere Seelenklinge. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Das dauert also nur noch ein paar Stunden. So, nochmal rein. Also, man entwaffnet sich automatisch, sobald man den Szenenwechsel macht. So, der nächste kommt. Bevor wir jetzt aber noch weitermachen, ich weiß nicht, wieso das Spiel die Einstellung nicht speichert. So, besser.
Weiterspielen. Ich würde mal sagen, unser Gegner ist oben irgendwo. Und der nächste. Ab und zu funktioniert das Abrollen nicht. Dann habe ich ein paar Probleme. So, jetzt geht das aber. Na komm. Perfekt, erledigt. So, was essen. Weil jetzt haben wir so einen Meisterassassin da vorne. Würde ich mal sagen. Ja, haben wir. Und ab in den Kampf. Na komm schon. Na, wird das hier nochmal was? Dafür wirst du zahlen. Hey, Hilfe! Hol uns hier raus! Na, ganz nett. So, hat er was für uns? Oh, wir haben so einiges jetzt. Was haben wir denn? Wir haben bekommen eine weitere Lederrüstung, die nicht passt. 15, 15, 15. Oh, ist die gleiche. Gut. Die können wir also verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Haben wir hier oben noch was? Wir befreien gleich mal so die Gegner. Die Gegner da schon. Naja, toll. Schön aufgeräumt hier, muss man sagen. So, haben die noch was übergelassen? So wie es aussieht. Sonst würden die da nicht mehr liegen. So. Achso. Oh, sie hat überlebt. Haha, seht ihr das? Sie hat überlebt. Hey! Sie wollten dir eine Falle stellen, haben sie gesagt. Und das waren viele und die trugen Schwerter. Er soll weitererzählen? Beeilung. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Er soll weitererzählen. Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, ja, natürlich. Das war wirklich heldenhaft. Du hast mich gerettet. Und meine Taverne. Und was wäre ein Wirt ohne seine Taverne? Und du hast sogar die Gäste gerettet. Ich meine, was sollte ich ohne Gäste denn machen? Also sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ich würde mal sagen, er ist der Wirt. Also, was, jetzt können wir ihn dann mal fragen. Was sollten die Angreifer? Wie komme ich nach Venedig? Na gut, wir nehmen das Erste. Was sollten die Angreifer? Weißt du, was diese Kerle wollten? Sie haben jemanden gesucht, aber wen weiß ich nicht. Noch was? Wie komme ich nach Venedig? Nach Venedig? Warum nimmst du nicht einfach die große, große Brücke, die direkt hinführt? Die Straße ist blockiert, verärgert oder ganz höflich? Ach, wir sind eine hübsche Dame, also... Leider wurde die Brücke gerade durch große Steinblöcke von der Straße abgeschnitten. Ah, das ändert die Dinge ein wenig. Naja, die Brücke ist ja nun blockiert. Aber ein paar Fischer könnten unten an der Küste sein. Die Hintertür meiner Taverne führt dahin. Aber sei vorsichtig. Diese grausamen Krieger sind noch überall da draußen. Wo hab ich doch gleich den Schlüssel? Verlegt? Nein, da ist er ja. Mein Boot! Oh nein, schnell! Ich muss nach meinem Boot sehen! So, jetzt haben wir hier drin drei weitere Gestalten. Vielleicht können wir mit denen ja sogar sprechen. Verdammte Windmühlenbruchbude! Verfluchter Kneipenwirt!
Dann kann ich endlich meine Mission erfüllen und heimkehren. Was ist denn seine Mission? Ach, das ist sogar die Frage. Aber wir fangen erstmal an, über sein Problem mit dem Wirt reden. Was hast du für ein Problem mit dem Kneipenwirt? Er ist ein Halsabschneider. Ich bin sicher, dass er die Gäste beklaut, wenn sie nicht hinsehen. Und all seine Beute versteckt er in einer kleinen Kammer. Aber, ich kenne das Geheimnis. Wenn man 4 Steine in der Reihenfolge 1, 3, 2, 4 drückt, könnte sich jeder seine Beute unter den Nagel reißen. Wenn sie es halt wüssten. Armes Bauerngesindel. Gut zu wissen. Hallo, wie kann ich dir helfen? Was für eine Mission hat er denn? Von welcher Mission redest du? Ich warte auf jemand namens Benedikt. Er hat sich verspätet. Sehr verspätet. Oha, Benedikt. Kennen wir den nicht irgendwo her? Wir haben die Möglichkeit, mitteilen, dass Benedikt tot ist, oder aber nicht verraten, dass ich Benedikt kenne. Wir nehmen die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie schade. Gut. Auf Wiedersehen.